So, willkommen mal wieder zu einer neuen Folge Skurrile Merchandise. Hat sich lang nichts gefunden, aber jetzt wurde ich fündig. Und ja, wer kennt es nicht, den Traum eines jeden Manga-Lesers, auch mal Manga-Zeichner zu werden. Und dazu habe ich mir speziell heute ausgedacht, werde ich mal etwas, das ich für 1,99 gefunden habe, euch zeigen, wo ich denke, dass jeder zukünftige Mangaka eine große Zukunft mit haben wird. Speziell zu sagen ist, dass ich weiß nicht den Originalpreis, kriegt das leider nicht ab, hab's schon versucht, aber das ist schon der Preis vom Preis, also das ist schon reduzierter Reduziertpreis. Von außen macht das hier noch so ein bisschen, ja, netten Eindruck und von der Qualität her ganz nett, liest sich. Du möchtest lernen, wie man Mangas zeichnet, willst du selbst Figuren entwerfen, dann bist du hier richtig. Mit diesen tollen Anleitungen und Tipps bist du ganz schnell auf Erfolgskurs. Peter Gray, begeisterter Manga-Fan und Zeichner, zeigt dir Schritt für Schritt, wie man Gesichter und Figuren zeichnet und ihnen Persönlichkeit gibt. Mit seiner Hilfe entwirfst du in kürzester Zeit schon deine eigene tolle Beiträge zur Manga-Welt. Nimm deinen Stift und leg los. Ja, also, ich sag mal so, meine Kamera ist jetzt vielleicht nicht die beste Qualität, um sowas zu zeigen. Also ich muss mich über Qualität gar nicht aufregen, aber dafür musste meine uralte Kamera nochmal hinhalten. Falls sich irgendwelche Sponsoren sich das ansehen, ich würde mich über eine kostenlose HD-Cam sehr freuen. Ne, also, ja. Also von außen, wie gesagt, sieht es noch ganz schick aus. Könnte man als Verzweiflungskauf sehen, wenn es in Schweißfolie verpackt ist. Übrigens, dieser Peter Gray scheint auch noch ein Professor einer sehr, sehr hohen Universität zu sein aus Amerika. Wir werden das jetzt mal einfach, ich werde das Konzept mal einfach aufschlagen. Also die erste Seite ist natürlich noch interessant. Ist noch alles in Ordnung. Aber wenn wir dann schon weiterschlagen, dann sehen wir, wie schnell es mit der Manga-Karriere zu Ende geht. Hier ist es noch nicht zu sehen. Da ist noch der Inhalt. Da kann man auch noch nichts wirklich Schlimmes erkennen. Hier auf der ersten Seite sieht das auch noch alles sehr professionell aus. Einführung, Material, was man alles braucht. Und dann. Ich bin sage und schreibe 5 Minuten stillschweigend, mit dem Mund offen, im Laden gestanden. Das ganze Grüne noch diese kleinen Zeichnungen hier unten. Willst du Manga-Zeichner werden? Ja? Willst du Manga-Zeichner werden? Kauf dir dieses Buch. Du wirst nicht enttäuscht sein. Deine Karriere wird steil bergauf gehen, wenn du dieses Buch kaufst, um Mangas zeichnen zu lernen. Es ist kein Fake. Das ist jetzt nicht die Seite, wo steht, wie man hässliche Zeichnungen macht oder was falsch laufen kann. Das ist tatsächlich die erste Seite, der erste Schritt zum Manga-Erfolgskurs von einem Professor aus einer großen Universität. Gemalt und geschrieben für euch Kids, dass ihr Mangas malen lernt. Eine zweite Seite geht dann schon so ein bisschen, das ist dann fast schon eine Verbesserung. Da würde man dann fast schon behaupten, so, oh ja, das sieht gut aus, aber auch nur, weil man die Zeichnung davor gesehen hat. Ist natürlich überhaupt kein Vergleich zu einer richtig guten Zeichnung. Die nächste Ische, da hat er sich schon mehr Mühe gegeben, wobei sich das Ganze irgendwie gleich wieder in Luft auflöst, wenn man sie nämlich in der nächsten Szene sieht, wo sie vorkommt. Hier hat er einen Roboter gezeichnet, das kann man so stehen lassen. Ist jetzt nicht gerade professionell, aber ist es okay. Und dann geht es schon wieder los. Dann sieht man wieder die hier. Also das scheint halt so eine Figur zu sein. Hat eine komplizierte Persönlichkeit, steht hier schon drin. Ja, würde ich auch sagen. Ich weiß nicht, was hier mit dem Auge passiert ist. Kennt ihr noch die Szene von Walking Dead? Also ich darf jetzt hier nicht spoilern. Also wer nichts von Walking Dead gespoilert haben will, aus der 6. Staffel, glaube ich, oder 7., der sollte jetzt ganz kurz weghören, also kurz die Ohren zu halten. Das sieht aus wie der Chinese, dem das Auge raushängt. Anders kann ich doch nicht sagen. Was ist das? Ja, lerne Mangas zeichnen. Hier haben wir dann nochmal den Kerl, der ja noch einigermaßen profan aussieht. Dann haben wir hier wieder die Rothaarige und die war ja auf der einen Seite schon ganz okay. Aber was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Nee. Ja, werde zum Manga-Zeichner. Jetzt klingelt es. Ich muss aufhören. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Skurrile Merchandise. Ciao. Könnt mich dafür.
So, da bin ich wieder. Das war die Post und ich habe meinen neuen One Piece Manga bekommen. Da freue ich mich doch gleich auf ein paar qualitative Zeichnungen, die ich mir gleich ansehen werde. Also, ich werde das hier noch kurz fortsetzen, weil ein paar Dinge will ich noch sagen dazu. Also, es ist schon dreist, was man Kindern verkauft. Ich würde zu gerne wissen, was das vorher gekostet hat. Wie viel Geld man dummen Müttern oder Kindern aus der Tasche zieht. Hier übrigens, das ist mein Zeichenbrett, das so ein bisschen verschmiert aussieht. Das ist nicht mein Teppichboden oder so. Das sieht schlimm aus. Ich versuche das jetzt hier mal live abzukratzen. Was hat es früher gekostet? Ich stehe nicht da. Hauptsache eine andere ISBN drüber geklebt. Also ich gebe euch mal die ISBN durch. Die ist 3898937011. Falls jemand sich dieses grandiose Buch auch kaufen möchte, Manga-Zeichen für Kids. Wir gehen jetzt nochmal noch weiter. Da hat er dann, also Männer kann er anscheinend schon da ganz okay zeichnen. Da sieht man jetzt nicht. Da seht ihr das? Da wackelt was. Das ist die Schnur von der Kamera, die nicht hält, wo man seine Hand reintun soll, die aber nicht festgemacht werden kann. So. Ich rede von Qualität, ja. Also hier ist dann nochmal das vorher eine rothaarige Mädchen. Das sieht hier schon ein bisschen hässlicher aus, so ein bisschen verkrümmtes Gesicht. Also ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das eine Auge ist groß, das andere ist klein. Auch wenn die Position sich nicht irgendwie dazu anbietet, so es zu malen. Dann haben wir hier nochmal den Roboter, den hat er ja. Also männliche Pardons kann ja wohl ganz okay zeichnen. Und dann geht's wieder los. Hallo! Ich bin die Lise. Ich habe einen außergewöhnlichen Charakter. Also es ist wirklich. Alter, Leute. Dafür nimmt er bestimmt durch den Buchverkauf, der ja bis hier nach Deutschland gerückt ist. Und der ja ein Amerikaner ist, nimmt er für den Buchverkauf bestimmt seine 3.000-4.000 Euro ein. Das kann ich auch, Mensch. Was hab ich versäumt bisher? Was habe ich bisher versäumt? Das ist doch Taschengeldverarschung. Das Buch ist auch gleich zu Ende. Jetzt sieht man hier nochmal so ein schönes Komplettbild, das ja so an und für sich ganz nett aussehen würde. Wobei man dann schon wieder sagen muss, da hat er sie von der Seite gezeichnet. Wie sie so eine Blume pflückt. Ja. Da hat er getrickst, dass man ihr entstelltes Gesicht nicht mehr so dolle sieht. Ja, und die ist auch jetzt ganz unproportional, jetzt plötzlich ein ganz langes Kinn bekommen. Also zeichnen kann der Kerl nicht, hier ist dann auch schon vorbei. Also, Mensch, was war das für ein Originalpreis? Ich würde es zu gerne wissen. Steht zwar der französische Preis, glaube ich, der ist 7,10, also ich würde mal so sagen, aber das ist ja auch schon eine Vergünstigung. Bestimmt hat das mal gute 19 Euro oder so ein Scheiß gekostet. Und man muss schon sagen, also hier das letzte Bild ist auch markant. Man sieht es leider nicht so ganz gut, aber der Gesichtsausdruck ist wirklich das Elend schlechthin. Das ist wirklich Wahnsinn. Wahnsinn, was ist wirklich, was, was mit was man, da fällt mir nichts mehr zu ein, mit was man Kinder verarscht. Also vor allem, ich denke mal auch, dass viele Mütter darauf reinfallen. Und ich meine, das ist saudünn, das war es auch schon, es ist alles. Ich meine, ich mache trotzdem Werbung für den Kerl hier. Also wer es sich kaufen will, Manga-Zeichen für Kids von Peter Gray. Könnt ihr bei euch bei Amazon, glaube ich. Oh, jetzt habe ich Werbung für Amazon gemacht. Ja! Ja, das könnt ihr euch bei Amazon für 40 Cent oder so holen. Das ist eigentlich das Must-Have in einer Manga-Sammlung. Definitiv. Das muss man haben. Wenn man das vorzeigt, das ist der Partykracher schlechthin. Also. Ja, bis zum nächsten Mal zu skurrilen Merchandise. Ciao. Könnt mich dafür wie immer haten. Habe ich ja schon gesagt. Ciao. Ciao. Noch ein wichtiger Nachtrag zu dem Manga-Zeichenbuch für Kids. Was mir jetzt nochmal so ganz nebenbei aufgefallen ist, als ich es dann nochmal durchgeblättert habe, nachdem ich aufgenommen habe. Das will ich noch beifügen, weil wir da so schön drin waren. Ich weiß nicht, ist ja gut, es ist für Kids, aber eine Manga-Frau ohne Brüste. Sie hat überhaupt keine Brüste. Jetzt gehen wir mal zu der anderen. Er hat natürlich Brüste, das ist klar. Der andere hat auch keine Brüste. Eine Frau hat keine Brüste. Ist das dann, wie ist das zu verstehen? Nichts. Gar nichts. Null. Nicht mal ein Ansatz.
nicht mal auch nur die Bohne einer Brust. Diese Frauen haben keine Brüste. Und so will der Manga zeichnen lernen. Ich meine, das ist für Kinder ganz klar okay. Aber ey, sorry. Ein Manga-Girl ohne auch nur einen Ansatz von Brust. Ich glaube, selbst Heidi hat Brust. Ciao, Mann. Hier nochmal der Beweis, dass Heidi Brüste hat. Der Kommentar war ziemlich dämlich. Aber ja. Ja, das sind halt meine einzigsten Kindheitserinnerungen an Heidi. Hatet mich dafür. Ciao.